Ja, vielen Dank, Christian. So, Rainer Braun. Ah, ist schon da. Kann man das so dicht vor den Mund halten? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was sagen nach den Worten von Michael Sontheimer? Ich will anfangen mit einem Zitat, dass die Rache des Imperiums wird uns ein Leben lang verfolgen. Diesen Satz haben Sacco und Franchetti 1927 geschrieben, zwei Tage bevor sie in den USA hingerichtet worden sind. Eigentlich hätten sie freigesprochen werden müssen. Die Rache des Imperiums verfolgt uns ein Leben lang. Ja, die, die aufstehen, sich gegen Krieg wenden, den Mut haben, dafür zu stehen, werden von denen, die für Krieg stehen, verfolgt. Dafür stehen Sacco und Franchetti, dafür steht Daniel Ellsberg, der die Papiere der USA zum Krieg in Vietnam enthüllt hat und damit geholfen hat, diesen Krieg zu verkürzen. Dafür steht Edward Snowden, dafür steht Chelsea Mannings, Brandon Bryant und viele, viele andere. Auch viele Ungenannte und viele, die nicht so berühmt, aber immer gelitten haben. Whistleblower, Menschen, die die Wahrheit an das Tageslicht bringen, die den Herrschenden gefährlich ist, Leben gefährlich. Und ohne, und deswegen freue ich mich wiederum, dass ihr alle heute hier seid, ohne unsere Solidarität, ohne unser Wirken, so wenig wir manchmal auch sind und so viel wir manchmal sind, werden sie niemals Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, unsere Unterstützung für alle die Whistleblower ist die Unterstützung eines Kampfes für Gerechtigkeit gegen Krieg und für Frieden. Wir sollten uns immer dieser Dimension bewusst sein, wenn wir manchmal auch alleine, manchmal auch verzweifelt, weil wir wieder die Hetze hören, die über diese Whistleblower ausgeschüttet wird. Wir sollten uns dessen immer bewusst sein. Diese Whistleblower und Julian Assange gerade in dieser Zeit erst recht braucht unsere Hilfe und Solidarität. Und wir sollten diesen Gedanken gerade in den nächsten Wochen überall da, wo wir arbeiten und leben, wo wir stehen und wirken, überall diesen Gedanken verbreiten. Nur mit unserer Hilfe, mit unserer Solidarität, hier und in London und überall auf der Welt, wird Julian Assange frei und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was mit Julian Assange geschieht, das ist kein Zufall, sondern das ist eine Strategie, durch Terror gegen Menschen davon abzuhalten, Demokratie wahrzunehmen und in ihre Hände zu nehmen. Und ich sage das gerade jetzt und in dieser Zeit, wo auch in diesem Lande autoritäre, obrigkeitsstaatliche Strukturen wieder so dominieren, wo Demokratie abgebaut wird, wo Gesetze zu obrigkeitsstaatlichem Handeln verführen und zwingen, wo Menschenrechte untergraben werden, Demokratie reduziert wird und von uns allen erwartet wird, dass wir schweigen und akzeptieren, was die oben uns vorsetzen. Und das, genau das, ist das Gegenteil von dem, für das Julian Assange und seine Kolleginnen und Kollegen stehen. Sie stehen für Offenheit, für Wahrheit und Wahrhaftigkeit, für immer wieder diese Lügen an die Öffentlichkeit zerren. Und wenn wir mit Sorgen darauf schauen, was in dieser Republik zurzeit geschieht, wie mit Demokratie umgegangen ist und Verordnungen Demokratie aushebeln und reduzieren, dann ist es das höchste Warnzeichen, uns zu verinnerlichen und zu wissen,
Wir brauchen wieder eine breite demokratische Bewegung, die für Bürgerrechte, für Demokratie, für Offenheit, ja für Freiheit steht. Und die muss sich in diesem Lande wieder entwickeln. Demokratische Rechte können nur erkämpft und verteidigt werden durch uns. Die fallen uns niemals zu. Und diese Gedanken sage ich gerade deswegen, weil, wenn wir uns herrschende Politik angucken, der Weg in weitere Kriege vorprogrammiert ist. Wer weiß, wer schuld an Nawalny ist? Wer behauptet, er weiß es, der lügt. Aber man kann es einem in die Schuld schieben, wenn man mit Militär und Aufrüstung weiter nach Osten marschieren will. Und die wollen ja nicht nur bis russische Grenze marschieren. Sie wollen mit ihren Panzern und Schiffen in das südchinesische Meer, um China einzuzirkeln und die Konfrontation auf dieser Erde weiterzutreiben. Und sie wollen sie treiben nach Australien und auf die Philippinen, das neue NATO-Bündnis weltweit schaffen. Was steht dem im Wege? Dem steht im Wege Menschen, die Frieden wollen, Menschen, die sich demokratisch dem widersetzen, die Proteste organisieren. Nein, das kann man nicht gebrauchen. Und deswegen geht man an die Wurzeln der Demokratie. Und deswegen kann man natürlich auch keinen gebrauchen, der in die Öffentlichkeit bringt. Wie aus Hubschraubern her Menschen einfach abgeknallt werden, wie ermordet wird durch amerikanische und NATO-Soldateska. Das muss doch geheim bleiben. Und deswegen wendet man sich immer gegen die, die den Mut haben, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das sind die Whistleblower. Und die können nur geschützt werden, wenn wir alle uns vor sie stellen. Deswegen ist der Kampf für Julian Assange immer auch unser gemeinsamer Kampf für Demokratie und grundlegende Rechte und für Frieden. Und deswegen müssen wir ihn auch gemeinsam durchstehen. Und weil das so ist, dürfen wir auch niemals die Zentren dieser verbrecherischen Politik und die Einsatzzentralen vergessen. Und eine der wesentlichen, und man kann es gar nicht oft genug sagen, ist die US Air Base Ramstein. Dort wird der Drohnenkrieg gemacht. Dort sitzt die Spionagezentrum, untersuchen sie und sammeln sie die Adressen und die Daten und die Einsatzbefehle zusammen und geben sie weiter. Da wird der Mord programmiert. Das ist das, was Julian Assange und seine Kollegen an die Öffentlichkeit gebracht haben. Und wir müssen zutiefst dankbar dafür sein, weil jetzt wissen wir wenigstens, an welchen Orten wir richtig protestieren müssen. Und das sollten wir auch fortsetzen. Ramstein, die Militärbasen, die Geheimdienstzentralen und alle diese Spionagezentren in unserem Land müssen noch viel stärker an die Öffentlichkeit gebracht werden, wenn wir das umdrehen wollen und wenn wir wieder zurück wollen zur Demokratie. Und ich sage es mit Willy Brandt, wir müssen wieder Demokratie wagen. Und wagen müssen sie die Menschen. Nur dann bekommen wir ein anderes System, das gerecht und friedlich ist. Und nur dann bekommen wir Julian Assange frei. Und er bekommt die Wiedergutmachung, die mehr als genug zusteht. Free Julian Assange. Lasst uns unseren Kampf gemeinsam für Demokratie und Frieden fortsetzen. Dankeschön. Free Assange, free, free, 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 free Assange. Ja, ganz herzlichen Dank. Und nächsten Montag, das ist der 7. September, geht das Auslieferverfahren gegen Julian Assange in London, in Großbritannien weiter. Es hat Ende Februar aufgehört. Der anklagende Staatsanwalt hatte Besseres zu tun, hatte seine Termine nicht koordiniert. Dann kam Corona. In vielen anderen Ländern wurden Kriminelle aus den Gefängnissen entlassen. Julian Assange, der eine schon lange Probleme mit der Lunge hat, also der hochgefährdet ist,
wurde von den britischen Behörden nicht freigelassen, obwohl er keine Strafe zu verbüßen hat. Er ist in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh. Das wäre vergleichbar in Deutschland mit Stuttgart Stammheim, also ein Gefängnis für die ganz schweren Jungs, obwohl er nichts verbrochen hat. Der einzige Grund, weshalb er jetzt im Gefängnis sitzt, ist, weil die USA ihn ausgeliefert haben wollen. Dort in den USA droht ihm eine Anklage nach dem Espionage Act, ein Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg, das jetzt erstmals gegen einen Journalisten angewendet werden soll. Und deswegen geht es nicht nur um Julian Assange, es geht auch um die Pressefreiheit, es geht um die Meinungsfreiheit und es geht damit um die Grundlagen, wie wir informiert werden können, wie wir uns informieren können, wie wir Entscheidungen treffen und letztendlich, ob wir überhaupt noch eine Demokratie haben. Und deshalb ist es so wichtig, auf diesen politischen Prozess einzuwirken und zu versuchen, ihn frei zu bekommen. Und ich freue mich, dass ihr alle dazu hier seid. Wir haben einen Gast hier, Esteban. Servat, bitte kurz auf die Bühne. Esteban ist von Ecoleaks. Hello everybody. My name is Esteban Servat. I am from Argentina. And I'm here to tell you how the revolution that Julian Assange and WikiLeaks began have inspired people all over the world to come out as whistleblowers, to publish information that should be published but has been kept secret by governments and corporations. In Argentina, we created an organization called Ecoleaks, which would have never been created without the inspiration of Assange. And we published secret documents revealing contamination of the water tables in Argentina by fracking. And this helped create a huge environmental movement. And also we were persecuted by the government. I got a lot of criminal cases against me. And last year I had to go into exile and now I'm in Berlin. But I'm here to say this is just one example, and what is at stake during this trial is much more than the future of Julian Assange, who is likely to die in jail if he makes it to the United States. What is at stake during this extradition trial is the future of all of us, is the future of journalism and freedom of the press, but it's also, his case will be used as an example to make everyone afraid so that whistleblowers don't have the courage anymore to come out and leak and organizations to publish secret documents that should be public because they're in the public interest. So we need to mobilize to save not only Assange, but to save all of our futures and our lives, because after Assange, many more will come. It can be me, it can be you, it can be any publishing organization, any journalist, and any whistleblower all over the world, because this will set a very dangerous precedent for the US to persecute journalists and whistleblowers outside of its own jurisdiction and go after them all over the world. So we need to come together, and hopefully before the trial ends or before he can be extradited, as is likely to be because the justice system is completely corrupt in the United Kingdom, we need to do something, maybe come together internationally, blockade the US embassy peacefully, do something disruptive that is going beyond the regular demonstrations, because otherwise, if we don't do something different, it may not be enough, and after that it will be too late, and we will all be sorry, not for only for Assange, but also for ourselves. Thank you very much. Und zwar in echt Superman. Leider kann er nicht kommen, weil die Polizei hat ihn festgenommen. Oh nein.
So fällt dieser eine Redner leider aus. Aber in solchen Zeiten leben wir gerade. Am 7. September beginnt ja das Auslieferverfahren gegen Julian Assange in London wieder aufgenommen. Das heißt, das ist Montag, der 7. September von 10.30 Uhr bis 18 Uhr hier wieder vor der US-Botschaft, vor dem Brandenburger Tor. Und genauso am Samstag, den 12. September von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Hallo Berlin! Seid herzlich gegrüßt hier vor der US-Botschaft und ich versuche mal ein bisschen lauter zu sein als die Polizei hinter uns, damit uns die US-Staatsbürger in diesem Gebäude da drüben auch richtig verstehen und ich hoffe, dass sie auch einen Dolmetscher dabei haben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier da sind, dass Sie Freizeit opfern und für die Freiheit von Julian Assange Gesicht zeigen. Es ist leider nur eine spontane Rede und vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Matthias Tretschok, ich bin freier Journalist, unter anderem für die Friedensinitiative Stop the War in Jemen und Gründer der Plattform Campaigns for Whistleblower Free Julian Assange, Free Chelsea Manning, Free Edward Snowden. Jetzt platzt sogar schon der, ich muss glaube ich leise reden. Und auf Stop the War in Jemen zurückzukommen, was hat die Friedensinitiative oder das Thema Jemen mit Julian Assange zu tun? Wir wissen aus 3000 E-Mails, geheimen E-Mails von Hillary Clinton, dass sie verantwortlich ist für einen Waffendeal von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 oder vor 2015. Und ohne diesen 80 Milliarden US-Dollar-Deal hätte am 26. März 2015 es Bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, mit all seinen Kriegsschergen niemals wagen können, einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Jemen zu führen. Also ohne diese 80 Milliarden US-Dollar und in den folgenden Jahren diese Rüstungsexporte aus den USA, aus Großbritannien, aus Deutschland natürlich wieder, wäre heute in Frieden nicht solch eine katastrophale Situation, wo die Vereinten Nationen sagen, dass das die schlimmste Katastrophe, die schlimmste humanitäre Katastrophe seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist. Und das haben wir, wie gesagt, unter anderem auch diesem Haus oder den Einwohnern dieses Hauses mit zu verdanken. Und weil ich gerade bei der US-Botschaft bin, laut Informationen von Fairbanks wissen wir, und wir hatten ja bis vor wenigen Wochen hier einen Botschafter, Mr. Grinnell, der sich wie ein Besatzungsermächtigter aufgeführt hat, der sich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands eingemischt hat. Und wir wissen eben aus von Fairbanks, dass er von diesem Ort aus die Entführung von Julian Assange aus der ecuadorianischen Botschaft organisiert hat. Das war Richard Grinnell von diesem Haus aus. Und es ist eine Frechheit, dass diese Bundesregierung Grinnell nicht sofort ausgewiesen hat. Schließlich haben wir dieser Welt ein Versprechen gegeben, dass von Deutschland nur Frieden ausgehen wird. Das soll es schon für mich heute gewesen sein. Freiheit für Julian Assange! Free 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 Assange! Das soll auch, ihr Lieben, am 5.9. an diesem Samstag in Hamburg laut gerufen werden. Ihr seid herzlich eingeladen, zur Demo nach Hamburg zu kommen. Um 14.30 Uhr fängt es an am Gänsemarkt. Und ja, je mehr Menschen sich dort versammeln, umso besser.
etwas über Julian Assange. Ist jemand in größerer Gefahr? Wir leben in einer pseudorechtsstaatlichen Welt. Weil er mit den größten Verbrechern sich angelegt hat, unseren Politikern und ihre Verbrechen veröffentlicht hat, ist er in der größten Gefahr. Unsere Politiker möchten nicht, dass ihre Verbrechen ans Tageslicht kommen. Und so wollen sie WikiLeaks und den Mitbegründer Julian Assange mundtot machen, und zwar für immer. Als es darum ging, etwas damit zu verdienen, haben sich die New York Times, der Guardian und viele andere Medien auf seine Enthüllung gestürzt. Doch jetzt, wo es darum geht, ihn zu verteidigen, schweigt die Presse, ohne zu merken, dass es um ihren eigenen Arsch und ihren eigenen Berufsstand geht. Es wird sie hart treffen, denn der Journalismus wird nie wieder, wie er war. Dieser Präzedenzfall wird vieles verändern. Den heutigen Tag, wie viele andere Tage, verbringt der Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange hinter Gittern im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Dort sitzt er mit Mördern und Vergewaltigern ein. Doch was ist Julians Verbrechen eigentlich? Er hat als mehrfach ausgezeichneter Journalist Dokumente veröffentlicht, die er von Whistleblowern bekam. Unter anderem Dokumente über US-Kriegsverbrechen, die er von der Militäranalystin Chelsea Manning erhalten hat. Manning als Whistleblowerin ist bereits auf freiem Fuß, Assange nicht. Man geht mit aller Härte gegen ihn vor, damit sich kein anderer mehr traut, den Mund aufzumachen. Immerhin hat Assange auch die Folterskandale aus Guantanamo Bay veröffentlicht und unter anderem das Video Collateral Murder, das sich jeder im Internet ansehen kann. Dort sieht man, wie zwei US-Apache-Hubschrauber in Bagdad Zivilisten, Kinder und Reuters-Mitarbeiter wegballern, sich dabei amüsieren, lachen, abscheuliche Scherze machen, als sei das alles nur ein Videospiel. Ohne Gerichtsurteil sitzt Assange seit dem 11. April 2019 in Präventivhaft. Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Ohne Gerichtsurteil, habe ich ja eben schon gesagt, sitzt er ein. Die USA fordern seine Auslieferung. Allein aus diesem Grund sitzt er ein. Als nicht verurteilter Journalist sitzt er im Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe ganz Großbritanniens. Und zuvor wurde Assange bereits seit 2012 die Ausreise nach Ecuador seitens Großbritanniens verweigert, obwohl er politisches Asyl sowie die Staatsangehörigkeit Ecuadors erhalten hat. So lange hielt sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London auf, was einige Jahre mehr und weniger gut ging. Doch dann gab es in Ecuador einen Machtwechsel und man machte ihm das Leben ab sofort zur Hölle. Verweigerte ihm regelmäßig Nahrung, Toilettenpapier, Rasierzeug, Besuche und vieles mehr. Bis man ihn gegen einen IFW-Kredit in Höhe von 44 Milliarden verkaufte und ließ ihn verhaften. Laut Originalunterlagen, die dem UN-Sonderberichterstatter für Folter, Professor Nils Melzer, vorlagen, hätte die USA diesen Kredit nicht zugestimmt, solange Assange sich noch in der Botschaft von Ecuador befindet, und forderte, ihn aus dem Weg zu räumen. Sogar das ist geschehen. In der Zwischenzeit gab es Entführungs- sowie Vergiftungspläne, zu denen es zum Glück nicht mehr kam. Jedenfalls liegen Professor Melzer Unterlagen vor, die beweisen,
dass die ganzen Vergewaltigungsanschuldigungen erfunden waren und die schwedische Justiz selbst die Aussage der Frau verfälscht hat, auf Aufforderung der USA. Das gibt es schwarz auf weiß. Wie weit gehen Regierungen, um jemandem aus dem Weg zu räumen? Die Zahl der Rechtsbeugungen und Rechtsbrüche, die von Behörden und staatlichen Akteuren mehrerer Länder in geheimen Absprachen, wie zum Beispiel die Originaldokumente der schwedischen Akten oder Aussagen von UC Global-Mitarbeitern belegen, das ist die Sicherheits- und Spionfirma, die man in die Botschaft genommen hat, also die davon diesen begangen wurden und werden, um Julian Assange gefangen zu nehmen, ist laut UN-Sonderberichterstatter Professor Melzer mit keinem anderen ihm bekannten Fall zu vergleichen. Dieses Unrecht schreit zum Himmel. Melzer sagte, in 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung habe ich noch nie eine Gruppe demokratischer Staaten gesehen, die sich zusammenschließen, um ein einzelnes Individuum bewusst zu isolieren, zu dämonisieren und zu missbrauchen. Und das über einen so langen Zeitraum mit so wenig Rücksicht auf Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Assange ist seit über einem Jahr in Isolationshaft. Laut Völkerrecht ist alles, was 15 Tage übersteigt, bereits Folter. Ja, ich lese bis hierhin auch. Okay. Über diesen Justizskandal sollte berichtet werden, der als Präzedenzfall unsere fundamentalsten Grundrechte außer Kraft setzen wird und in die Geschichte eingehen wird. Auf die eine oder andere Weise. Doch die Medien schweigen. Selten erscheinen Berichte, die sehr oft voller Fehler stecken und Fakten gänzlich vertauschen. Es geht noch weiter. Wir machen nur eine Stimmänderung. Was ist das Ergebnis? Jeder Journalist kann der Nächste sein, die Nächste sein, die wegen seiner Arbeit im Gefängnis eines fremden Landes landet. Wahrheit publizieren und die Öffentlichkeit informieren, ohne lebenslange Konsequenzen befürchten zu müssen, ist das nicht Aufgabe und Recht eines Journalisten? Dieser Präzedenzfall bedeutet, dass zukünftig jedes Land willkürlich jeden Journalisten belangen könnte. Unabhängig davon, in welchem Land er wohnt, arbeitet oder welche Staatsangehörigkeit er hat, berichtet ein Journalist über China oder Katar oder den Iran, könnte dieses Land die Strafverfolgung und Auslieferung beantragen und einleiten. Wollen wir das? Stellen wir uns so unsere Zukunft vor? Nein! Führt euch vor Augen, dass hier ein Unschuldiger rechtswidrig festgehalten wird, Tag für Tag, unter Lebensgefahr, trotz mehrfacher und fortdauernder Warnungen verschiedener UN-Organe, des UN-Sonderberichterstatters für Folter, über 200 Mediziner weltweit, verschiedener Anwalts- und Journalistenverbände und zahlreiche internationale Unterstützer, nicht zuletzt uns hier. Es droht ihm die Auslieferung an die USA und 175 Jahre Haft. Und wir sind alle Julian Assange. Wir stehen alle hier für die Wahrheit und für die Liebe und dass die Gerechtigkeit siegt. Und nicht die Lüge, nicht die Korruption, nicht die Verblendung. Genau. Schlimmer noch. Amen. Wenn Assanges Grundrechte auf Freiheit und Leben von staatlicher Seite ignoriert werden können, dann kann es jedem von uns, wie dieser Herr meinte, genauso ergehen. Am 7.9.2020, wie Tilo Haase gerade schon sagte, geht der zweite Teil des Gerichtsverfahrens um die Zukunft von Assange weiter. Jetzt kriegen wir noch göttlichen Beistand, das ist doch gut. Also, in London im Old Bailey Gericht wird das am 7.9. stattfinden. Es wird absurd. So wie schon die Gerichtsverhandlung im Februar. Assange hatte kaum Zugang zu Anwälten.
Er darf keine Unterlagen bekommen zur Vorbereitung. Er saß im Februar Superman ist während verhaftet. Der Verhandlung hinter wurde vorhin hier gesagt. 6 Meter hinter seinen Anwälten, hinter kugelsicheren dicken Glasscheiben, hinter denen er nichts verstehen konnte oder kaum etwas, wie er sagte. Die Richterin nutzte trotzdem das Mikrofon nicht. Assange konnte sich während der Verhandlung nicht mit seinen Anwälten austauschen, wie es jedem anderen vor Gericht gewährt wird. Er wurde nachts in 5 Zellen gesteckt, 11-mal in Handstellen gefesselt, 2-mal einer kompletten Leibesvisitation unterzogen, seine Zelle durchsucht und auf den Kopf gestellt. Man versuchte, ihn für die Verhandlung am Folgetag mürbe zu machen. Was gelang? Die Presse hatte draußen Container, wo sie der Verhandlung folgen sollte, aber die Verbindung brach ständig ab. Also es gab kaum Berichterstattung für diesen eigentlich so dringend öffentlichen Fall. Im Gerichtssaal selbst gab es nur wenige Plätze für Pressevertreter. Seit Februar gibt es alle 28 Tage eine Fallmanagement-Anhörung im Westminster Magistrates Court in London. Auch dort wurde der Zugang für die Presse fast gänzlich verweigert. Selbst Organisationen wie Reporter ohne Grenzen hingen über eine Stunde in der Warteschleife und hörten Musik. So auch namhafte andere Journalisten, wie zum Beispiel Stefania Maurizi. In den letzten Anhörungen war erst Assange nicht da, per Videolink, da das Gefängnis sagte, es hätte nichts davon gewusst. Dann war man in einem Gerichtssaal und Journalisten wurden mit einem falschen Gerichtssaal verbunden. Und dann wieder am 12. September, am 19. September, wie gesagt, an den Donnerstagen immer, 1. und 3. Donnerstag im Monat. Wollen wir mündige Bürger sein oder wollen wir uns darauf verlassen, was uns vorgesetzt wird? Oder wollen wir die Chance behalten, direkt an der Quelle nachzuschauen und saubere Informationen zu bekommen? Dafür steht Julian Assange. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Es ist jetzt 20 Uhr. Somit endet jetzt diese Veranstaltung hier. Ich freue mich, dass ihr da wart. Und tragt es weiter, wo auch immer ihr seid.